Also der Gedanke der NMS ist an vielen Schulstandorten noch nicht angekommen. Es fehlt da einerseits auch die Bereitschaft der Lehrer vielleicht sich zu öffnen, auch der Schulleitung, und dieses Shared Leadership ist sicher noch nicht an den Schulstandorten wirklich angekommen. Es braucht noch Zeit, aber da ist sicher noch anzusetzen, da irgendwo in die Richtung noch sich zu verbessern. Das große Problem ist, wenn man alle zum Erfolg führen will und die gemeinsam zum Erfolg führen will, dass die Durchmischung der Gruppen stimmen muss. Und das macht natürlich in den Städten, wo nebenbei Gymnasien stehen, doch immer wieder Schwierigkeiten. Hier wäre ein nächster Schritt in Richtung gemeinsame Schule doch ein, aus meiner Sicht, ein Erfolgskonzept, um Klassen oder beziehungsweise Gruppen durchmischter zu gestalten. Mit einigen Dingen sind wir nicht zufrieden, zum Beispiel mit der Leistungsbeurteilung. Den Eltern ist es schwer zu vermitteln, wie das jetzt ausschauen soll mit der siebenteiligen Notenskala. Wir machen zwar Elternabende, aber es dauert immer noch, das Ganze hinüberzubringen. Ich glaube, es gilt so, diese Fehlerkultur müsste gelten. Das heißt, dass ich im Prozess vermutlich auch sehr vieles falsch mache oder vielleicht nicht falsch. Vielleicht sollte man einfach gewisse Dinge anders machen und das muss ich mit meinem Kollegium einfach nachschärfen dürfen. Verhaltensauffälligkeiten und sozioemotionale Problematiken, mit der wir jeden Tag konfrontiert sind, das muss man ganz ehrlich so sagen, die stehen an der Tagesordnung und da müssten wir viel mehr nachschärfen. Weil ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn man diese auf die Beziehung mit den Kindern eingeht, sie in ihrer Disposition emotional, sozial abholt, dann ist Lernen in einem viel professionellen Maßstab wird dann hergestellt. Man kann viel besser mit den Kindern umgehen und die Leistungen werden viel besser, wenn wir auf dieser Ebene noch professioneller ausgebildet werden. Das ist, hat sich verbessert, aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr Potenzial für österreichweit. Wir versuchen auch für die Integrationsschüler eine gute Lernumgebung, eine gute Lernsituation herzustellen, stellen aber fest, dass in der großen Klassengemeinschaft die Möglichkeiten für die und Bedürfnisse für die lernschwachen Schüler nicht berücksichtigt, oft nicht genügend berücksichtigt werden. Je mehr Angebote es gibt, neben den inhaltlichen Angeboten der Lernkonzepte, auch die ganztägige Schulform, hier tut sich schon eine Menge von administrativer Arbeit auf, wo ich sage, da sind wir als Leiter, Leiterinnen schon manchmal an der Grenze, allein das Administrative zu bewältigen. Und da bleibt wirklich manchmal und bedauerlicherweise zu wenig Zeit für Unterrichtsbegleitung, für Beratungsgespräche, für Reflexionsgespräche. Also eine administrative Unterstützung wäre schon wünschenswert.